Tiga. Tiga das Dystopia. Digga, Digga, pass mal gut auf. Jetzt, gut aufpassen, ja, genau, Digga. Pass auf den Beat durch die Boxen, du Freak, ja. Dirty Beat kommt nach wie vor unbeliebt, ja. Ich bin so unbeliebt, das glaubt keiner. Ich bin so unbeliebt, ja, dass ich beinahe schon süchtig danach bin, dass mich Leute hassen, denn ich finde diese Aufmerksamkeit interessant. Vor allem, weil immer alles hinterm Rücken abläuft. Alle kommen immer hinterm Rücken, yeah. Keiner sagt was ins Gesicht, bis auf ein paar. Und diese paar verdienen auch Respekt, aber alle anderen behandle ich wie Dreck, denn Dirty Beat. Check, check das, sag's mir ins Gesicht oder lass es einfach sein. Da gibt's keine Diskussion, ja, du dumme Schwein. Dirty Beat. Nicht Manns genug oder warum macht ihr das immer hinterm Rücken, ihr Krüken, denn ich kann es nicht verstehen und werde es nie verstehen, ja, ich kann so nicht sein, ich will nicht so sein, denn ich war schon mal so und ich bin richtig froh, dass ich mich geändert habe, denn diese Art von Feigheit an den Tag zu legen, das ist eine Sauerei, also haltet einfach mal das Maul und sagt dabei, entweder ihr sagt's mir ins Gesicht oder hört auf zu labern, denn das gehört sich nicht, Dirty Beat, schwört, wer hinterm Rücken labert, ja, der hat keine Ehre, der ist einfach kein Mann, ja, wer hinterm Rücken labert, sick the one. Mann, warum machst du nur sowas, yeah, warum machst du das, warum laberst du immer hinterm Rücken, ja, hast du keine Mut, hast du keine Ehre, hast du das alles nicht, dann lass doch einfach die Quatscherei und halt dein Maul, bye bye. Blasenquatscher hinterm Rücken gelaber, ja, was soll ich sagen, happy Kadaver, denn dann braucht ihr euch nicht wundern, wenn mal irgendjemand kommt und euch einfach so ausmerzt mit einer Bombe oder so etwas. So etwas wie euch gibt es echt nicht nochmal. Abnormal, aha, abnormal, wie kann man nur so sein? Ja, ich gebe Gas und lasst euch einfach stehen, hört mal auf zu labern, denn genau das ist ja das Problem, was ihr alle habt. Ihr labert gegenseitig hinterm Rücken irgendwas. Anstatt das mal zu klären, so wie Männer das so tun, nein, davon hat keiner von euch wirklich Mut. Ja, ich hab das doch schon so oft gesehen. Bla 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 bla. Aber kommt dann derjenige, den es betrifft, heiße schon auf 50 Meter. Hi, wie geht's? Na, alles gut. So geht's mir ständig, so ist es immer. So ist es normal. Normalität ist die Feigheit vor der Konfrontation. Ja, was soll ich sagen? Dann lasst doch einfach das Gelaber sein und geht heim. Setzt euch vor dem PC oder sonst etwas. Denn so seid ihr nur ein Griff ins Klo. Das kann ich euch schon mal sagen. Yippie-ki-yo. Keine Ehre, kein Mut. Keine Ehre und kein Mut. Oder warum quatschst du hinterm Rücken, Junge? Ja, komm und sag's mir ins Gesicht. Meine Augen wollen dich sehen. Yippie-ki-yo, yippie-ki-yay. So viel Feigheit vor dem Feind hat noch niemand gesehen. Aber wenn mich etwas stört, geh ich hin und zeige mit dem Finger drauf und sage Rattenkot. Rattenkot. Wenn ich Scheiße sehe, geh ich hin und sage Rattenkot. Und zwar direkt von Auge zu Auge, von Antlitz zu Antlitz. Rattenkot.